So ihr Lieben, ganz kurzer Input zu diesem Video jetzt hier. Leider ist mir eben gerade während dem Videodreh, als ich gerade fertig mit diesem gesamten Was-wäre-wenn-Szenario war, die Speicherkarte der Kamera abgeschmiert. Das heißt, ihr seht mich jetzt während dem gesamten Video nicht. Da ich aber so clever bin und mir den Ton immer separat zum Video aufnehme, habe ich eben die gesamte Tonspur noch. Das heißt, ich werde euch das Szenario eben mit so vielen Bildern wie möglich untermalen. Ich denke mal, das ist in Ordnung. Das nur als kleiner Hinweis und ja, jetzt viel Spaß mit dem Video. Erneut befinden wir uns in der Welt der Was-wäre-wenn-Szenarios und ich finde es wirklich extrem cool, dass die Videos so gut bei euch ankommen, weil ich habe da immer mehr Bock drauf, eure Was-wäre-wenn-Ideen zu nehmen und da irgendwie Geschichten rauszuentwickeln. Ihr habt mir jetzt wirklich zahlreiche Ideen über Instagram geschrieben oder auch unter die Kommentare beim letzten Video. Die werde ich mir jetzt nach und nach mal so schnappen und mal schauen, was ich denn wirklich daraus machen kann. Ich kann jetzt nicht aus jeder Idee irgendwie was zaubern. Das ist manchmal doch ein bisschen schwieriger, wenn die Veränderungen minimal sind, ähnlich jetzt auch wie in diesem Video. Allerdings muss ich hier wirklich sagen, auch dieses Video ist wie das letzte dann doch im Endeffekt interessanter geworden, als ich mir irgendwie gedacht hätte. Denn ihr habt mich gefragt, Tobi, wie wäre denn die gesamte Jurassic Park-Situation aus dem allerersten Jurassic Park-Film abgelaufen, wenn wir die Velociraptoren, also die schlauen Velociraptoren, aus Jurassic Park 3 schon in Jurassic Park 1 gehabt hätten. Ich habe mir genau darüber mal Gedanken gemacht und das Szenario wäre gar nicht mal so eindeutig gleich geblieben. Ihr werdet es gleich erfahren. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Bevor das Video jetzt aber losgeht, will ich mich ganz kurz nochmal hier zu diesem Hall äußern. Das habe ich nämlich auf dem Kanal noch gar nicht gemacht, nämlich nur auf meinem Zweitkanal. Im Großen und Ganzen kann man das recht schön erklären. Wir haben unten im Haus eine Baustelle, deswegen habe ich jetzt quasi alles nach oben geräumt. Hier ist noch alles komplett leer, deswegen eben der Hall. Ich hoffe, es ist verkraftbar. Das Ganze wird sich dann auch wieder einpendeln oder einfach weg sein, sobald dann eben unten der Bereich komplett fertig ist. Außerdem freue ich mich darauf, euch hier den Kanal von Mirko vorstellen zu können. Er ist ein unfassbar genialer und auf Instagram auch wirklich großer Jurassic Park Dino-Sammler. Mirko hat mir zwar verraten, dass da noch ein paar andere Figuren auch im Hintergrund schlummern. Ich meine, Mirko, du hast noch was von Marvel erzählt oder auch von Star Wars. Auf jeden Fall geht es ja hier auf dem Kanal um Jurassic Park, Jurassic World und eben Godzilla. Und Mirko hat jetzt angefangen, auf YouTube durchzustarten. Wir werden uns nächsten Samstag mal treffen und vielleicht auch mal das ein oder andere Video gemeinsam aufnehmen. Und da freue ich mich schon wirklich drauf, dass wir uns da im Endeffekt auch schön ergänzen können. Du mit deiner Affinität für Sammelobjekte von Jurassic Park und ich habe eigentlich keine Kompetenzen, eigentlich rede ich nur. Aber trotz allem finde ich es echt super schön, dass wir uns da mal zusammentun können. Ich habe euch den Kanal von Mirko einfach gerade mal da oben verlinkt. Da kannst du gerne mal draufklicken. Abonnier den Kanal auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich denke mal, dass wir in Zukunft öfter mal gemeinsam Jurassic Talks, Jurassic Projekte und vielleicht auch mal Livestreams machen werden. Weil Mirko hat auf jeden Fall Bock drauf und ich nämlich auch. Fangen wir nun also mit der Geschichte an, mit dem Was-wäre-wenn-Szenario. Was wäre, wenn die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 wirklich schon im allerersten Jurassic Park Film mit dabei gewesen wären. Und ja, in diesem Szenario fügen wir die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 nicht einfach der Geschichte hinzu. Wir tauschen die Velociraptoren aus Jurassic Park 1 quasi aus gegen die Raptoren aus Jurassic Park 3. Und da komme ich schon an mein allererstes Problemchen. Die ganze Nummer funktioniert eben nur erneut, wenn wir das Amalgam-Testing von Dr. Henry Wu ein Stück weiter nach vorne ziehen. Ich glaube, ich muss es gar nicht mehr erklären. Ich habe es jetzt schon so oft auf diesem Kanal hier erwähnt, aber ich werde es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Das Amalgam-Testing ist ein Testing, mit dem Dr. Henry Wu herausfinden wollte, inwiefern man verschiedene Eigenschaften von zwei verschiedenen Dinosauriern zusammenmixen kann, um eben das Verhalten des Tieres zu ändern, die Intelligenz oder eben auch die gesamte Körper- und Knochenstruktur. Das Amalgam-Testing hat im offiziellen Kanon zwischen Jurassic Park 2 und Jurassic Park 3 stattgefunden. Und das Resultat des Amalgam-Testings waren zum einen der extrem aggressive Spinosaurus, wo man davon ausgehen kann, dass auch das Aussehen des Spinosaurus aufgrund des Amalgam-Testings so aussieht, wie er eben im Film aussieht und eben nicht so aussieht, wie er in echt ausgesehen hat. Und ebenfalls sind die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 Resultate des Amalgam-Testings. Das erklärt auch, warum die Velociraptoren in Jurassic Park 3 anders aussehen als die aus Jurassic Park 2, obwohl es ja auf derselben Insel spielt. Das heißt, wir kommen hier nicht um das Amalgam-Testing rum und das ziehen wir jetzt einfach nach vorne. Warum auch nicht? Wir sagen einfach, ein John Hammond, der ja als Multimilliardär auftritt, hätte locker die Möglichkeiten gehabt, das Amalgam-Testing schon vorher zu bezahlen, was er auch im offiziellen Kanon gehabt hätte. Da war aber die Technologie noch nicht so weit gewesen, dass das Amalgam-Testing wirklich ausprobiert werden konnte. Und ja, das Amalgam-Testing ist übrigens auch die Vorstufe zu den späteren Hybriden. In diesem Was-wäre-wenn-Szenario wäre die Technik allerdings weit fortgeschritten. Dr. Henry Wu hätte bereits die Möglichkeiten gehabt, das Amalgam-Testing
vorzubereiten und durchzuführen. Das Ganze hätte er allerdings am Anfang auf der Isla Nublar gemacht und nicht auf der Isla Sorna, wie es später im Kanon ist. Denn da Henry Wu ja auf der Isla Nublar stationiert war und eben auch dort im Labor gearbeitet hat, wollte er, wie auch im offiziellen Kanon, ein paar Dinosaurier-Spezies vor Ort ausbrüten und die eben untersuchen, ob auch wirklich alle wissenschaftlichen Ideen dahinter wirklich so umgesetzt wurden, wie man sich das Ganze eben auch vorgestellt hat. Ebenfalls sollten wir hierbei noch berücksichtigen, ich weiß nicht, ob ich darauf nochmal zu sprechen komme, aber nur für den Fall, dass durch das Amalgam-Testing sind die Velociraptoren nicht aus standardgemäßen Eiern geschlüpft. Also wir werden eine Szene wie die hier jetzt nicht unbedingt bekommen, obwohl ich auch eine Idee habe, wie man das umsetzen könnte. Aber die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 wurden in diesen Reagenzgläsern gezüchtet. Ebenfalls wurde offiziell bestätigt, dass die Raptoren aus Jurassic Park 3 nicht mehr in der Lage sind, ihr Geschlecht zu wechseln. Das habe ich, glaube ich, noch keinem einzigen Video erwähnt. Das heißt ja, alle beiden Geschlechter sind hier eben vertreten. Die roten Velociraptoren sind männlich, die weißen Velociraptoren sind die weiblichen. Jetzt habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ob man das Szenario mit dem Geschlechterwandeln trotz allem in die Handlung mit einfügen sollte, und ich bin der Meinung, ja, weil das ein Riesenteil der Jurassic Park Geschichte ist. Und da würde ich sagen, nehmen wir einfach genau das als Konsequenz dadurch heraus, dass das Amalgam Testing in diesem Was-wäre-wenn-Szenario schon so früh benutzt wurde. Dadurch waren eben noch nicht alle Komponenten wirklich fertig und das Amalgam Testing konnte in diesem Fall auch wirklich nur schwer aus Dinosaurier und Dinosaurier bestehen. Das heißt, Dr. Henry Wu wird hier, da das Amalgam Testing ja so früh durchgeführt wird, musste er hier erneut auf Frosch-DNS zurückgreifen. Das heißt, wir hätten wieder ein ähnliches Szenario und die Velociraptoren wären alle weiblich, könnten ihr Geschlecht aber ändern, und das ganze Szenario kennen wir so im Endeffekt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja gut, also jetzt haben wir quasi andere Designs. Der Raptoren ist ja ganz nett, die einen mögen die aus Jurassic Park 3 ja mehr, so wie ich. Andere sagen aber, nö, ich mag die nicht. Aber was wäre jetzt an der Geschichte wirklich grundlegend anders? Die Chaos-Theorie schlägt dann wieder in die Geschichte ein, in dem Augenblick, in dem wir berücksichtigen, dass diese Velociraptoren hier wesentlich intelligenter waren, laut offiziellem Kanon, als die Velociraptoren aus Jurassic Park 1 und eben auch aus Jurassic Park 2. Durch diese Intelligenz hätten sie sich also gänzlich anders verhalten. Wir hätten also ein Szenario gehabt, wie auch am Anfang vom allerersten Jurassic Park Film, in welchem Robert Muldoon einen Velociraptor, im Original das Riesenbiest, wir nennen das einfach auch das Riesenbiest, nur das Riesenbiest in diesem Fall wäre einfach vom Design her und auch vom Intelligenzgrad her ein weiblicher Velociraptor. Quasi also der Weiße, den wir auch aus Jurassic Park 3 kennen. Und dieses Tier wäre jetzt auch in die Fütterungsstation gebracht worden, nachdem es eben aufgezogen worden wäre. Quasi genauso wie im Film. Doch was wäre jetzt hier anders? Joffrey wäre in dieser Was-wäre-wenn-Geschichte, in diesem Szenario, aufgrund dessen nicht gestorben. Aufgrund der Intelligenz. Dieser Velociraptor hätte nicht auf sich aufmerksam gemacht. Wenn wir uns überlegen, warum Robert Muldoon von Anfang an so eine Ehrfurcht gegenüber diesen Tieren hatte, war das mit ein ausschlaggebender Moment, dass die Velociraptoren, naja, sein Interesse geweckt haben, weil der Raptor eben, das Riesenbiest am Anfang von Jurassic Park 1, Joffrey getötet hat. Ich meine, ja, der Mann wurde durch Robert Muldoons Arme hindurchgezogen. Er konnte seinen Freund also nicht retten und das hat ihn natürlich auch stark geprägt. Das heißt, dieser ganze Satz, man sollte sie alle töten, der ist ja auf die Velociraptoren bezogen, und das war mit einem Punkt, wo sich Robert Muldoon wirklich gedacht hat, okay, wir müssen diese Viecher mehr im Auge behalten. Das aggressive Verhalten des Velociraptors wäre allerdings nicht vorhanden gewesen. Dann schauen wir uns mal an, wie die Velociraptoren sich in Jurassic Park 3 verhalten haben. Zum Teil natürlich auch sehr aggressiv. Ja, es sind immer noch jagende Raubtiere, aber sie verhalten sich ebenfalls wesentlich strukturierter und, naja, zum Teil wirklich ruhig. Ich meine, hier in dem Beispiel wollten sie einfach nur ihre Eier wieder haben. Und hier waren es die Männchen, die aggressiv geworden sind. Und das Weibchen hat die Männchen wieder zurückgerufen. Und dadurch ist dann auch den Menschen nichts passiert. Ich schätze mal, dass wenn die Helikopter in Jurassic Park 3 nicht gekommen wären, wären die wahrscheinlich trotzdem gefressen worden. Allerdings merken wir eben hier, dass die Velociraptoren wesentlich bedachter sind und nicht einfach nur handeln, weil sie eben aggressive Tiere sind. Robert Muldoon hätte also diesen Schlüsselmoment gar nicht erst erlebt, der ihn wirklich auf die Velociraptoren angesetzt hätte. Wir wissen ja, dass Robert Muldoon bereits Wildjäger oder Wildhüter von Animal Kingdom gewesen ist. Das ist der Park, den John Hammond vorher hatte, wo es eben um Tiere ging, Elefanten, Jaguars, Tiger und den ganzen Kram. Das heißt, wir könnten davon ausgehen, dass Robert Muldoon auch trotzdem ein Auge auf die Velociraptoren gehalten hätte. Die hätten sich aber weitgehend
naja, unauffällig verhalten, bis auf eine einzige Sache. Im Film von Jurassic Park 1 erfahren wir, dass die Velociraptoren strukturell die Zäune angegriffen hätten. Das hätten sie jetzt hier in diesem Fall nicht gemacht. Allerdings hätten sich die verschiedenen Velociraptoren nicht in ein Rudel zusammengefunden, sondern sich immer wieder bekämpft und gegenseitig getötet. Dr. Henry Wu hätte das auf das Alpha-Gen der weiblichen Velociraptoren zurückgeführt, denn die sind Rudelanführer und in der Regel ist ein Alpha, also ein weiblicher Velociraptor, auf bis zu 5 männliche Velociraptoren angesetzt. Waren es 5 oder waren es 3? Ich habe es mal irgendwo gelesen. Ich werde nochmal nachschauen und es hier auf jeden Fall einblenden. Das heißt, die ganze Rudelführung hätte hier nicht funktioniert. Ein Dr. Hammond hätte natürlich auch Einwände gehabt und erstmal versucht herauszufinden, was denn jetzt wirklich der Grund ist, warum ein Dr. Henry Wu davon ausgeht, dass es denn überhaupt Sinn macht, diese genmanipulierten Amalgam-Testing-Raptoren zu züchten, die ja wesentlich intelligenter sind. Und ja, die Idee von Dr. Henry Wu wäre in dieser Geschichte gewesen, dass je intelligenter ein Tier ist, umso eher kann es sich auch sozialisieren. Das hat hier allerdings nicht funktioniert, weil der Alpha-Trieb der Tiere eben zu hoch geworden ist. Eines Tages jedoch hätte ein Dr. Henry Wu hier ganz große Augen bekommen, denn egal wie viele Velociraptoren er noch in das Gehege reingesetzt hat, das Riesenbiest hätte sie alle getötet. Irgendwann allerdings hat er bemerkt, Moment, es sind noch 3 weitere am Leben, also eben insgesamt 4, mit dem einen weiblichen Velociraptor. Allerdings sehen die 3 anderen irgendwie anders aus. Ja, jetzt haben wir hier unsere männlichen Varianten, die roten Velociraptoren sind da. Und wie kam das jetzt zustande? Im Endeffekt durch etwas, was Dr. Ian Malcolm schon gesagt hat. Das Leben lässt sich nicht einschränken, das Leben findet immer einen Weg. Und genauso haben auch hier die Velociraptoren, die quasi unter dem Riesenbiest standen, einen Weg gefunden, nicht von dem getötet zu werden. Denn das Riesenbiest möchte sich als Alpha behaupten, und tötet deswegen auch immer alle anderen weiblichen Velociraptoren, die ebenfalls das Alpha-Gen in sich tragen, aber nicht die männlichen Velociraptoren. Deswegen haben die aus rein natürlichem Trieb und durch die Frosch-DNS einen Geschlechtswandel mitgemacht und haben sich dann eben in die männlichen Velociraptoren umgewandelt. Da kann man jetzt hier vielleicht einkreiden, das ist ein bisschen komisch, weil dann haben die sich ja dann komplett verändert vom Aussehen. Es gibt wirklich Frösche, die sich komplett verändern durch das Aussehen, aber ich könnte diesen Einwand jetzt hier verstehen, allerdings macht es für mich irgendwie Sinn. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch in Jurassic Park, das sieht für uns immer so aus, als hätten die Tiere erst dann angefangen, ihr Geschlecht zu wandeln, als der Park eskaliert ist. Das wissen wir aber nicht. Möglicherweise hat das Ganze schon wesentlich früher angefangen, nur hat es eben niemand mitbekommen. Das heißt, 3 der Velociraptoren hätten jetzt ihr Geschlecht umgewandelt, damit sie eben nicht getötet werden und wären dadurch automatisch das Rudel des neuen Riesenbiests geworden. Jetzt kommen unsere Helden ins Spiel. Dr. Alan Grant, Ellie Sattler und Ian Malcolm kommen langsam auf der Insel an. Wir dürfen nicht vergessen, dass Dr. Alan Grant auch eine kleine Rede über Velociraptoren gehalten hat, mit welcher er den kleinen Jungen, der übrigens nicht Owen ist, verängstigen wollte, was auch funktioniert hat, damit der ein bisschen mehr Respekt vor den Tieren hat. Dr. Alan Grant ist nämlich ein Experte auf dem Gebiet der Velociraptoren. Übrigens ist Dr. Alan Grant auch im Filmkanon einer der ersten Paläontologen, der einen Vergleich zwischen Dinosauriern und Vögeln geschlossen hat. Im Buch ist das, glaube ich, nicht so. Im Film wurde es einfach nie erzählt, aber es ist eben offiziell so. Das könnt ihr auf der offiziellen Website von Jurassic Park oder eben auch Jurassic World nachlesen. Worauf will ich jetzt hinaus? Naja, das Jagdverhalten, welches Dr. Alan Grant jetzt hier erklärt, könnte eventuell nicht mehr so funktionieren, da die Velociraptoren später im Park ja ein bisschen anders ticken, als die richtigen Velociraptoren, die er meint, kennen zu würden, so rum. Dr. Henry Wu erklärt das Ganze also auch an einen John Hammond weiter und eben auch ein Robert Muldoon bekommt davon Wind, denn er ist ja wichtig, um das Ganze unter Kontrolle zu halten. Er bewacht diese Tiere mehr oder weniger. Sollte etwas schieflaufen, ist er quasi der Mann fürs Grobe und würde den Tieren Einhalt gebieten oder eben auch zur Not Schusswaffen benutzen, die die Tiere töten könnten. Und es gäbe natürlich erstmal eine gewaltige Diskussion zwischen Robert Muldoon, John Hammond und einem Dr. Henry Wu, gerade was eben die Sicherheit des Parks angeht, denn normalerweise war ja der Grund dafür, dass die Tiere nur weiblich waren, der Grund, dass sie damit verhindern wollten, dass die Tiere sich weiter fortpflanzen können. Henry Wu würde jetzt das nachvollziehbare Argument bringen, naja, im Endeffekt ist es aber egal, sogar wenn wir jetzt die männlichen Tiere wieder aus dem Verkehr ziehen und neue Tiere hinzufügen, was ja nicht funktioniert hat, würden die auch einfach wieder ihr Geschlecht ändern, denn wir haben ja in allen unseren Erschaffungen diese Frosch-DNS mit drin. Das hätte nun zum großen Vorteil, dass man schon vor Besuch von Alan Grant und Co. bereits gewusst hätte, dass die Tiere sich doch fortpflanzen können, sie können ihr Geschlecht wandeln. Das hätte dann wiederum zum Vorteil oder zum Konsequenz, dass der gesamte Besuch dieser Menschen, dieser Person erstmal zurückgehalten worden wäre. Und damit nehmen wir fürs Erste einmal
mal Alan Grant, Ellie Sattler und Ian Malcolm fürs Erste aus der Gleichung raus, weil der Park weiterhin erst unter Kontrolle gebracht werden muss. Die Investoren sind diesbezüglich natürlich unfassbar beunruhigt, denn was für einen Grund könnte es denn haben, dass dieser Park jetzt nochmal nach hinten verschoben wird? Eigentlich wollte Hammond doch bereits Leute auf die Insel einladen, die den Park absegnen. Den wahren Grund verrät Hammond aber nicht, weil er selbst noch gar nicht genau weiß, wie er darauf reagieren soll. Und die Tiere werden eine ganze Weile beobachtet. Muldoon wirft die Idee ein, dass man generell von den gefährlichen Fleischfressern, von einem T-Rex oder auch anderen größeren Apparaten oder auch von einem Dilophosaurus möglicherweise, dass man eben hier lediglich eine einzige Art dieser Spezies reinsetzt, also nur ein einziges Exemplar dieser Spezies in ein Gehege setzt, denn die können sich ja, und das ist ein Riesenirrtum, den viele haben, die können sich nicht alleine fortpflanzen. Das geht erst später in Jurassic World Dominion. Diese Tiere können nur ihr Geschlecht ändern. Das heißt, du brauchst maximal zwei davon. Trotz allem müssen ja Männchen und Weibchen abgedeckt werden, um daraus eben neue Eier zu produzieren. Das würde eben nicht funktionieren, wenn da nur ein einziges Tier mit drin wäre. Bei einem Stegosaurus, einem Triceratops könnte man erstmal eine Ausnahme machen. Man müsste eben einfach nur die Population dieser Tiere unter Kontrolle halten. Gesagt, getan, das Meeting würde also relativ okay ausfallen. Es gibt neue Ideen. Dr. Henry Wu würde ebenfalls weiter an diesem Amalgam-Testing forschen, um genau dieses Gen irgendwie zu unterdrücken. Das sogenannte Frosch-Gen. Denn es wurde auch in Jurassic Park 3 irgendwie umgangen im Amalgam-Testing, also kurz vor Jurassic Park 3. Deswegen sind ja hier Männchen und Weibchen, also alle beiden Geschlechter, komplett definiert und festgelegt. Und die können die eben nicht mehr wechseln. Und wo wir es gerade vom Thema Fortpflanzung haben, jemand von euch hat mir auch geschrieben, sag mal Tobi, warum haben die nicht einfach Dinosaurier sterilisiert oder kastriert oder irgendwas ähnliches. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ab wann man so ein Tier wirklich kastrieren kann. Katzen werden üblicherweise kastriert, wenn die Geschlechtsreife erreicht ist. Je nach Geschlecht und Rasse sollten die Katzen demnach im Alter von 4 bis 8 Monaten kastriert werden. Okay, lass mich dir ganz kurz darauf eine Antwort geben, warum man das im Jurassic Park nicht gemacht hat. Du musst dir überlegen, dass Rexy, die wir in Jurassic Park 1 sehen, der riesen Tyrannosaurus Rex, ist 3 Jahre alt. Die wachsen da schneller aufgrund von Genmanipulation, von einem Wachstumsbeschleuniger, damit die Tiere eben auch schneller im Park ausgestellt werden können. Ich würde mal behaupten, dass ein Tier ab 8 Monate und drüber vielleicht schon ein bisschen krass wäre. Man könnte sie betäuben, aber ey, ich will dich einfach mal sehen, wie du ins Gehege vom T-Rex reinkletterst und mit einer riesigen Kneifzange zum T-Rex gehst und sagst, ey komm, lassen wir jetzt mal die Glocken klingeln. Ich glaube, der würde dir mit beiden kurzen Ärmchen erstmal eine scheuern. Deswegen, das macht schon irgendwo Sinn, diese ganze Nummer mit dem, wir erschaffen nur Weibchen, von mir aus auch nur Männchen, dass die sich eben nicht fortpflanzen können, hätte im Endeffekt Sinn gemacht, wenn man einfach darauf geachtet hätte, die Frosch-DNS ist ja noch in denen drin. Und dass das keinem aufgefallen ist, ist vielleicht der einzige riesige Kritikpunkt, den ich an Jurassic Park 1 habe. Aber egal, okay, auf jeden Fall wird das jetzt hier von Dr. Henry Wu alles überarbeitet und eben geforscht. Und Anton Hammond hat deswegen den Eindruck, ja, wir können ab jetzt die ersten Testbesucher, also Ellie Sattler, Alan Grant und Ian Malcolm, jetzt in den Park lassen. Lex und Tim wären übrigens bereits im Park, denn wir wissen ja aus einer gelöschten Szene aus Jurassic Park 1, dass die beiden Kids eigentlich nur im Park gewesen sind, weil sich die Eltern gerade haben scheiden lassen. Auch in diesem Was-wäre-wenn-Szenario würde die gesamte Gruppe rund um Dr. Alan Grant und Co. den Park begutachten. Und genauso wie im Originalfilm würden sie auch hier an das Gehege oder an die Fütterungsstation der Velociraptoren kommen. Im Film selber sehen wir die Raptoren hier ja noch nicht. Das ist ein filmisches Stilmittel, damit wir als Zuschauer eben noch überrascht sind, okay, wie sehen die jetzt aus, wenn man sie dann wirklich irgendwann mal sieht, der weiße Hai-Effekt. Unsere Protagonisten allerdings sehen ganz genau, was da abgeht, was man an deren Gesichter erkennen kann. Gerade Dr. Ellie Sattler verzieht ja so die Miene und bekommt anscheinend genau mit, wie die Velociraptoren eben hier das Tier zerreißen. Dr. Alan Grant reagiert in diesem Augenblick überhaupt nicht im Film. Sehr wahrscheinlich, weil sich die Velociraptoren genauso verhalten, wie er es eben auch gesagt hat. Also am Anfang des Films zu dem Kind. In diesem Fall allerdings würde Grant auffallen, dass sich die Tiere anders verhalten. Sie greifen nicht in einer typischen, in einer ihm altbekannten, ich sag mal, Angriffsformation an. Wie war das gewesen? Ein Tier ist vorne und lenkt quasi die Beute ab. Und 2 kommen plötzlich von der Seite an. In diesem Fall würden sich die Tiere komplett anders verhalten. Und auch die Hierarchie dieser Tiere wäre unfassbar auffällig. Also gerade eben, dass der weiße Velociraptor schon beinahe menschlich mit den anderen kommunizieren kann. Und das sehen wir auch in Jurassic Park 3. Ich meine, die sind immer noch nicht menschlich. Sie sind immer noch Tiere und verhalten sich auch eigentlich immer noch so wie sehr schlaue
Tiere. Ein bisschen schon vielleicht zu krass mit den Geräuschen, die sie eben von sich geben. Aber genau das fällt auch einem Dr. Alan Grant hier auf. Und natürlich gibt er genau das an Robert Muldoon weiter. Immerhin ist er hier, um den Park abzusegnen. Und er sagt ihm ganz klar, diese Tiere verhalten sich sehr eigenartig. Grant kann natürlich aber nicht wissen, dass diese Velociraptoren noch einmal genetisch aufpoliert wurden, dass sie sich eben so verhalten. Er hat ja noch nie im echten Leben Velociraptoren gesehen. Er geht allerdings darauf ein, dass Velociraptoren sich ähnlich wie auch andere Raubvögel verhalten sollten. Laut der Paläontologie, eben mit dem klassischen Muster, vorne ist die Beute und von links und rechts greifen dann eben die Tiere an. Robert Muldoon würde also einem Dr. Alan Grant mehr oder weniger erzählen, was hinter diesen Velociraptoren steckt, obwohl das ja immer noch geheim gehalten werden sollte. Aber auch ein Robert Muldoon, der ja nicht auf den Kopf gefallen ist, würde hier Probleme sehen, da die Tiere einfach zu intelligent werden. Das Problem mit dem systematischen Angreifen der verschiedenen Zaunebenen hätten wir hier übrigens auch, denn auch diese Velociraptoren hätten natürlich den Drang, herauszufinden, wie sie das Gehege wieder verlassen könnten. Haben wir schon über Dennis Nedry gesprochen? Ich glaube nicht, aber es macht auch gar nichts. Ich habe dir hier oben ein Video verlinkt, da haben wir Dennis Nedry ein eigenes Was-wäre-wenn-Video gewidmet, beziehungsweise haben wir da besprochen, was denn wirklich gewesen wäre, wenn Dennis Nedry den Jurassic Park nicht sabotiert hätte. Da kannst du gerne mal draufklicken. In diesem Fall hier allerdings hätte Dennis Nedry den Park genauso sabotiert, wie eben auch im Original Jurassic Park Film. Das heißt, die gesamte Handlung und der gesamte Diskussionsbedarf, den unsere Figuren eben haben, aufgrund des Testings und eben auch aufgrund dessen, was das Ganze zur Folge haben könnte, wäre eine Parallelgeschichte dazu, dass ein Lewis Dodgson trotz allem einen Dennis Nedry angeheuert hätte, damit der eben die Embryos aus dem Park stiehlt und diesmal natürlich noch viel wichtiger, eventuell sogar Embryos aus dem Amalgam-Testing, obwohl das wäre ein bisschen schwierig, weil das ja, die sind schon ein bisschen größer. Auf jeden Fall hätte Dennis Nedry auch hier die Sicherheitssysteme des Parks abgeschaltet. Auch die Lunch-Szene, die wir aus Jurassic Park 1 kennen, wäre wahrscheinlich ähnlich abgelaufen. Man wäre hier mehr auf die Sache eingegangen, die ein Robert Muldoon einem Dr. Alan Grant erzählt hätte. Der hätte das Ganze mindestens an Ellie Sattler weitergegeben, damit die sich da auch mal ein Bild davon machen könnte. Und dieses absonderliche Verhalten der Tiere, dieses unvorhersehbare Verhalten dieser Tiere, jetzt kommen wir jetzt zu Dr. Ian Malcolms Chaos-Theorie zurück, das Unvorhersehbare wäre jetzt schon eingetroffen, bevor der Park überhaupt nur ansatzweise in Betrieb genommen worden wäre. Trotz allem hätte John Hammond versucht, die Gruppe noch einmal zu überzeugen mit einer schönen Rundfahrt und das Fahrzeug wäre erneut am Gehege des T-Rex angehalten. Der T-Rex wäre ausgebrochen, da Nedry genau in diesem Augenblick die Sicherheitssysteme lahmgelegt hätte und die hätten jetzt dann unsere Helden wieder versuchen müssen anzuschalten. Das heißt, die springen jetzt schon ein ganzes Stück weiter, aber die Velociraptoren spielen einfach auch keine Rolle mehr so wirklich im Originalfilm und würden jetzt auch hier nicht einfach auf einmal eine riesige Rolle spielen, da sie ja trotz allem immer noch in Gefangenschaft wären. Das heißt, der ganze Zwischenpunkt könnte sich noch damit beschäftigen, dass ein Dr. Alan Grant vielleicht sehr viel mit einem Robert Muldoon zusammen rumhängt und dass die beiden eben das Verhalten der Velociraptoren studieren. Quasi wie Dr. Ellie Sattler auch zu Dr. Harding sagt, ey, ich bleib noch ein bisschen bei Ihnen und bei dem Triceratops, weil ich wissen will, was genau da los ist. Das würde jetzt die Geschichte doch nochmal sehr stark verändern. Ach, das würde die Geschichte jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung treiben. Da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Wenn ein Dr. Alan Grant nicht in dem Fahrzeug wäre, welches eben auch dann vom T-Rex-Gehege stehen bleibt, weil er eben sagt, nee, ich möchte noch einmal mit Robert Muldoon zu den Velociraptoren gehen und möchte mich da nochmal vergewissern, dass doch alles in Ordnung ist. Immerhin soll ich den Park ja auch mit absegnen. Was wäre ich denn für ein Raptor-Experte, wenn ich hier nicht ein Auge drauf werfen würde? Wenn Dr. Alan Grant also nicht mitten im Fahrzeug gewesen wäre, wäre auch niemand auf die Idee gekommen, Lex und Tim vor dem T-Rex zu retten mit den Feuerfackeln. Denn auch ein Ian Malcolm ist nur auf die Idee gekommen, da Dr. Alan Grant ja den Anfang gemacht hätte oder eben gemacht hat. Das war ja so gewesen. Wir könnten jetzt hier trotz allem sagen, okay, Ian Malcolm hätte das trotzdem gemacht mit der Fackel. Allerdings hätte er hier den schlauen Satz von Dr. Alan Grant nicht bekommen, den er im Film bekommen hat, als beide im Auto sitzen und der T-Rex gerade herausläuft, nämlich den lebenswichtigen Satz, bewegen Sie sich nicht, denn Ihr Sehvermögen reagiert nur auf Bewegung. Nur weil ein Ian Malcolm das auch wusste und weil Alan Grant später noch geschrien hat, Ian, bleiben Sie stehen, kam Ian Malcolm ja erst auf die Idee, die Fackel wegzuschmeißen und ist daraufhin weg von der Fackel gerannt, damit, weil er die Hoffnung hatte, dass der T-Rex der Fackel hinterher rennt und nicht ihm. Das Ganze ist ihm natürlich nicht wirklich gelungen, sondern er ist
auf das Toilettenhaus zugerannt. Der T-Rex ist ihm quasi hinterhergerannt. In diesem Szenario jetzt hier allerdings hätte ein Ian Malcolm überhaupt nicht versucht, die Fackel in eine andere Richtung zu schmeißen, wie die, in die er rennt. Er wäre einfach mit der Fackel weggeraten, hätte versucht, sich irgendwo möglicherweise zu verstecken. Das wäre natürlich eine dumme Panikreaktion gewesen. Wäre das Szenario aber so abgelaufen, wäre Ian Malcolm definitiv gestorben. In diesem Fall hätte es Lex möglicherweise noch aus dem Auto rausgeschafft mit ganz viel Glück. Aber auch für einen Tim wäre das einfach das Ende gewesen, denn Tim wäre vom T-Rex im Fahrzeug zerquetscht worden. Nehmen wir nun aber einfach mal an, dass Ian Malcolm die Idee mit den Leuchtfackeln eben nicht bekommen hätte. Was für eine andere Option hätte dieser Mann denn dann gehabt? Naja, er hätte irgendwie auf sich selber aufmerksam machen müssen. Und das hätte ich ihm auf jeden Fall zugetraut. Ian Malcolm ist kein Feigling. Ian Malcolm ist ein Ehrenmann. Der hätte auf jeden Fall, dieses Wort jemals benutzen werde, er hätte auf jeden Fall alles unternommen, um die Kinder irgendwie zu retten. Aber auf welche Art und Weise auch immer, es wäre im Endeffekt auf dasselbe Szenario hinausgelaufen. Sowohl Tim als auch Ian Malcolm und logischerweise auch Donald Gennaro wären in diesem Szenario hier gestorben. Eine Lex wäre natürlich aus dem Fahrzeug herausgekommen und dann weiter. Ich meine, sie hätte natürlich durch den Tunnel an der Seite wegrennen können. Das hätte sie möglicherweise auch geschafft. Und sich dann orientieren müssen, wo sie jetzt wieder zum Besucherzentrum zurück muss. Ich meine, Lex ist auch nicht auf den Kopf gefallen, das hätte sie schon irgendwie hinbekommen. Zumal auch die Fahrzeuge auf Schienen fahren und sie hätte eigentlich nur der Schiene folgen müssen. Sogar wenn man das Szenario eben so dreht, dass jetzt aufgrund dessen, dass Ian Malcolm nicht mitgefahren wäre, eine Dr. Ellie Sattler eben nicht bei Dr. Harding geblieben wäre, um auf die Kinder aufzupassen, wäre das auch für Ellie eher schlecht ausgegangen, denn wusste sie das mit dem Nichtbewegen beim T-Rex? Es wurde zumindest im Film nie suggeriert, dass sie es weiß. Wir bleiben aber jetzt erstmal bei diesem einen Geschichtsstrang. Ellie Sattler war weiter bei Dr. Harding und Alan Grant ist dann bei Robert Muldoon geblieben. Das heißt, die Kinder wären immer noch mit zwei Erwachsenen zusammen, plus die Kamera am Fahrzeug wäre ja noch an. So konnte John Hammond seine Enkelkinder immer noch gut beobachten. Dass der Park ja so eskalieren würde, hätte er sich niemals gedacht. Lex hätte es so also irgendwie aus eigenen Stücken zurück zum Besucherzentrum schaffen müssen. Und auch das gesamte Szenario mit Ellie Sattler oder eben auch dem Charakter von Samuel L. Jackson, John Ray Arnold, der ja den Strom angemacht hätte, wäre hier ein bisschen anders abgelaufen. Aus Jurassic Park 3 wissen wir, dass dieses Rudel immer in einem kompakten System arbeitet. Das heißt, die Männchen gehen raus, um zu jagen. Und da, wo einer ist, sind meistens eben auch die anderen. Das sehen wir auch in Jurassic Park 3, das wird so nie erwähnt. Aber die jagen ja schon sehr stark in einem Rudel, während die Velociraptoren aus Jurassic Park 1 erstmal so ein bisschen zu sich finden müssen anscheinend, weil das Riesenbiest, obwohl es der Rudelanführer ist, ja in den Elektroraum reingeht und zwar alleine. Das könnte man auch irgendwie so ein bisschen bemängeln. Das wäre jetzt hier in dem Fall aber eben nicht so gewesen. Nein, alle drei Velociraptoren wären in diesem Szenario auf der Jagd nach John Ray Arnold, was zur Folge hätte, dass der Mann hier auch gestorben wäre und dass dann in diesem Szenario nicht mal mehr sein Arm übrig geblieben wäre, weil der wäre komplett in der Luft zerrissen worden. Und wenn du dich jetzt fragst, wie hätte oder wie hat Ray Arnold es überhaupt geschafft, in einem verschlossenen Bunker gefressen zu werden, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das habe ich dir mal unten in der Beschreibung verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken, auch hier gibt es eine offizielle Antwort, wie der Velociraptor in den Bunker gekommen ist und so haben das eben jetzt in diesem Szenario auch alle drei Velociraptoren geschafft. Die Raptoren sind also ausgebrochen und haben es geschafft, sich von der Brutstation und von der Fütterungsstation zu entfernen. Wo waren ein Dr. Alan Grant und ein Robert Muldoon zu diesem Zeitpunkt? Naja, die beiden wären natürlich losgefahren und hätten nach Lex und Tim gesucht und hätten ebenfalls auch den zerquetschten Tim gefunden. Zum Teil noch eben Überreste von Donald Gennaro und eben aber auch von Ian Malcolm. Der T-Rex wäre kurz darauf zurückgekommen und die beiden Männer hätten vor ihm fliehen müssen, hätten aber auf dem Weg der Flucht eben auch Lex erspäht, die sich in einem Gebüsch versteckt. Also würden Robert Muldoon und Alan Grant erstmal Folgendes tun. Sie müssten den T-Rex irgendwie ablenken, beziehungsweise eventuell erstmal betäuben. Ich weiß auch gar nicht, warum Robert Muldoon im Film Jurassic Park nicht mit einem Betäubungsgewehr losmarschiert ist. In dem Szenario hätte er es auf jeden Fall getan, was auch irgendwie Sinn ergibt, da er ja total fokussiert auf die Velociraptoren waren. Die beiden hätten übrigens inzwischen festgestellt, dass deren Intelligenz extrem gefährlich ist. Und ja, nun brechen Saurier aus dem Park aus, also macht das Sinn, dass Robert Muldoon hier mit einem Betäubungsgewehr losgefahren ist. Warum nur ein Betäubungsgewehr? Weil das Betäubungsgewehr, naja, wahrscheinlich eher wirkt, als jetzt Robert Muldoons Gewehr auf einen T-Rex abzufeuern. Ich bin da jetzt kein Schussexperte, würde aber einfach mal annehmen, dass das ein bisschen mehr Sinn macht, dass so ein Pfeil vielleicht dann doch irgendwie sinnvoller ist. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr Ahnung davon habt. Wenn nicht,
Klappe halten. Der T-Rex wäre also in dem Szenario hier betäubt worden und Alan Grant und Robert Muldoon hätten Lex wieder eingesammelt. Parallel dazu wäre die Geschichte mit Ellie Sattler weiter vorangeschritten. Und ja, was soll ich sagen? Ellie hätte es nicht mal bis zum Strom geschafft. Wir reden hier von 3 Velociraptoren, die diesmal im Bunker drin gewesen wären. Ellie hätte es gerade noch zur Tür geschafft, als die 3 Velociraptoren erspäht hätte. Wir hätten noch gesehen, wie die Tür vorne aufgeht. Ellie versucht rauszuspringen und dann packt sie einen Velociraptor, zieht sie wieder zurück in den Bunker und wir hören nur noch Schreie und Ellie Sattler. Naja, muss in dem Szenario leider auch mit dran glauben. Das heißt, ein Dr. Alan Grant und ein Robert Muldoon machen sich auf die Suche nach Ellie Sattler und gelangen dann dadurch natürlich erstmal ins Besucherzentrum, wo sie Lex in Sicherheit wiegen wollen und danach eben auch an den Schutzbunker, in dem der Strom wieder aktiviert wird. Den Hinweis bekommen sie von einem John Hammond, der ja weiß, wo eine Ellie Sattler hinmarschiert ist, um eben den Strom wieder einzuschalten. Man könnte jetzt sagen, John Hammond wäre auch mit in den Bunker gekommen, was eventuell sogar mehr Sinn machen würde, weil er es ja auch schon im Film anbietet. Dann wäre er natürlich aber auch gestorben. Dann ist natürlich aber die Frage, wie jetzt ein Robert Muldoon und ein Alan Grant auf die Idee kommen könnten, wo Ellie sein würde. Das könnte noch wesentlich verzwickter sein, weil sie einfach überall nach ihr suchen würden. Allerdings hat Robert Muldoon ja auch Ahnung davon, wo man den Strom wieder anschaltet. Immerhin führt er Ellie Sattler ja auch dahin. Also ändern wir das Szenario jetzt nochmal hier, live on cam, nochmal komplett. Eine Ellie Sattler und ein John Hammond sind gemeinsam losmarschiert, um den Strom wieder anzuschalten und wurden eben beide gefressen. Als dann Alan Grant und Robert Muldoon zurückkehren zum Besucherzentrum und Lex quasi in Sicherheit bringen, fahren sie erneut los zu diesem Strombunker, weil sie eben niemand anderen mehr finden können. Ein Robert Muldoon aber ganz genau weiß, da können wir den Strom wieder anschalten und quasi Normalität weitestgehend wiederherstellen. Die beiden müssen aber geschockt feststellen, dass die Velociraptoren ebenfalls entkommen sind. Robert Muldoon gibt also auch Alan Grant ein Gewehr in die Hand und die beiden machen sich auf die Jagd. Auch hier würde Robert Muldoon Alan Grant darauf hinweisen, dass beide bereits gejagt werden. Die Velociraptoren wären nämlich längst aus dem Strombunker draußen und ja, sie wären bereits im Dschungel aufgeteilt mit ihrem Rudel. Wir dürfen nicht vergessen, es sind ja 4 Stück. Ich habe, glaube ich, vorher nur 3 erwähnt. Es sind aber 4 Stück, die sich nun auf die Jagd machen nach Überlebenden oder eben nach weiterer Beute. Grant und Muldoon wären in dem Szenario allerdings wesentlich vorsichtiger, als ein Robert Muldoon es sogar in Jurassic Park 1 gewesen ist. Und warum? Weil sie hier ganz genau wissen, dass sie das Jagdverhalten der Tiere eben nicht einschätzen können. Sie können die Jagdstrategie der Tiere nicht wirklich vorhersehen, wissen allerdings, dass das ultimative Alpha der weibliche Velociraptor ist und dass ohne diesen weiblichen Velociraptor, also quasi ohne den großen Anführer dieses Rudels, die anderen Tiere erstmal relativ planlos durch die Gegend rennen würden. Oder eben einfach, naja, ohne Rudelanführer würden sie quasi keinen Leader mehr haben und einfach einzeln ihr Ding durchziehen. Deswegen würde es Sinn machen, nach dem weiblichen Velociraptor zu suchen. Und genau auf die Suche nach dem gehen die beiden dann eben auch, während sie sich dem Strombunker nähern. Und dann jedoch erschrocken feststellen müssen, dass Ellie Sattler und John Hammond komplett zerfetzt an der Eingangstür zum Strombunker liegen und eben den Velociraptoren zum Opfer gefallen sind. Im Hintergrundgebüsch gibt es ein Rascheln und die beiden richten ihre Gewehre darauf. Bereit, dass jetzt ein Tier angreifen könnte, Alan Grant weiß aber ganz genau, dass die Tiere in der Regel vorne ein Abdeckungsmanöver starten und dann von der Seite angreifen. Robert Muldoon weiß diese Begebenheit ebenfalls, der er sie ja von Alan Grant mitgeteilt bekommen hat. Und auch wenn sich diese Velociraptoren mehr wie Monster verhalten und überhaupt nicht vorhersehbar sind, besteht hier immer noch die geringe Chance, dass sie genau dieses Jagdverhalten von ihren richtigen Vorfahren, also von richtigen Velociraptoren, übernommen haben. Grant richtet sein Gewehr also auf die rechte Seite, während er die linke Seite selber im Auge behält. Und Robert Muldoon schaut weiterhin geradeaus, komplett fokussiert auf den Busch, wo sich eben gerade noch etwas bewegt hat. Und plötzlich kommen sie aus dem Nichts heraus angeschossen von den Seiten. Denn ja, auch diese Velociraptoren haben noch die Gene der richtigen Velociraptoren, die wir eben auch kennen, in sich und benutzen ebenfalls ein ähnliches Jagdverhalten. Natürlich machen sie das, denn das sehen wir sogar in Jurassic Park 3. Da sehen wir ja, wie Udesky von einem Velociraptor gefressen wird und danach benutzen diese Velociraptoren ihn als Köder. Die Gruppe nähert sich dem Köder, also dem Udesky-Köder, und dann kommen die Raptoren von der Seite angeschlichen oder eher angesprintet. In dem Szenario hätten sie dasselbe getan, nur dass eben hier die Köder eine zerrissene Ellie Sattler und ein gestorbener John Hammond gewesen wären. Und jetzt müssen wir wirklich Butter bei die Fische. Es fallen Schüsse, wir können von mir aus auch festlegen, dass sowohl Grant
Grant wahrscheinlich eher nicht. Dass aber ein Robert Muldoon auch das Tier getroffen hätte, das heißt, wir haben jetzt nur noch 3 Velociraptoren, aber die beiden Männer hätten es nicht geschafft, gegen 4 auf sie gleichzeitig zurennende Velociraptoren anzukommen. Nein, das wäre ebenfalls das Ende gewesen von Alan Grant und Robert Muldoon. Wir nehmen einen Raptor raus, weil Muldoon hätte wahrscheinlich schon einen getroffen. Grant möglicherweise auch, aber vielleicht doch einfach nicht. Ich meine, er hat noch nie mit einer Waffe so richtig geschossen, meine ich. Und er hat es auch geschafft, in Jurassic Park, also in dem Originalfilm, den wir alle kennen, den Velociraptor mit einer Schrotflinte nicht zu treffen, obwohl er direkt vor ihm hinter einem Fenster war. Bei Grants Schussfähigkeiten würde ich da einfach so ein bisschen dran zweifeln. Die beiden wären auf jeden Fall aus dem Rennen genommen. Erneut haben wir nur noch eine einzige Figur im Spiel und das wäre eine Lex. Lex Murphy wäre noch am Leben und bevor die Frage wieder kommt, du hast Dennis Nedry vergessen, nein, der hat einfach dasselbe Schicksal erlebt wie eben auch im allerersten Jurassic Park Film. Lex wäre also nun alleine, müsste sich diesen Velociraptoren stellen, die nun also erneut als komplettes Rudel zu dritt, einer ist ja weg, deswegen sind es nur noch 3, in die Küche gekommen wären. Die Küchenszene mit 3 intelligenten Velociraptoren und einer Lex, wir können uns noch ausmalen, wie es dazu gekommen wäre, aber ich glaube, wir sind uns alle einig. Keine Chance, keine Chance. Lex wäre hier spätestens in dem Moment draufgegangen, nachdem sie ihren Trick mit der Klappe gemacht hätte und dann versucht hätte wegzurennen. Damit hätte sie einen Velociraptor außer Gefecht gesetzt, einen zweiten vielleicht noch irgendwie verwirrt, aber der dritte wäre ja auch noch da. Und 3 Velociraptoren hätte sie nicht mehr, oder 3 Velociraptoren hätte sie nicht mehr entkommen können. Das wäre hiermit also auch das Ende von Lex gewesen. Ihr müsst wissen, ich mache diese Was-wäre-wenn-Szenarien wirklich gerade frei Schnauze. Ich habe hier keine Vorlage oder habe mir vorher irgendwie groß was überlegt. Wir kommen jetzt hier zum Ende. Das Ende dieses Szenarios ist wirklich, dass alle unsere Figuren tot sind. Allein durch die eine Veränderung, dass wir die Raptoren ausgetauscht haben und eben hier, naja, jetzt quasi schlauere Velociraptoren im Szenario drin hätten. Natürlich könnte man immer wieder ankreiden, aber das hätte auch so ablaufen können, das hätte auch so, alles hätte anders ablaufen können. Es hätte nur ein Stein da liegen müssen und der Raptor hätte drüber fallen müssen und irgendwo wäre ein Vulkan ausgebrochen. Das ist ja das Schöne an diesen Was-wäre-wenn-Szenarios. Es sind tausende von Möglichkeiten da. Die Chaos-Theorie, die uns Dr. Ian Malcolm immer wieder propagiert, Zeit hat jetzt einfach hier dazu geführt, dass wir wirklich keinen einzigen Überlebenden mehr haben. Ich überlege gerade nochmal, aber ich habe niemanden vergessen, meine ich. Jetzt bist wie immer du gefragt, was sagst du zu diesem relativ radikalen Was-wäre-wenn-Szenario? Siehst du das Ganze ähnlich wie ich? Sagst du, ja, doch, das hätte aber anders ausgehen können. Wie ist deine Idee? Schreib mir gerne noch weitere Was-wäre-wenn-Ideen in den Kommentarbereich unten rein. Jetzt hat mir einer von euch in das letzte Video einen Kommentar verfasst. Mach doch mal ein Was-wäre-wenn-Biosyn anstatt Ingen den Jurassic Park gebaut hätte, beziehungsweise zuerst an die Dino-DNS gekommen wäre. Vielen Dank für diese Idee, das Video kommt 100% auch noch und schreibt mir all eure Ideen dazu in die Kommentare unten rein oder eben auch via Instagram. Ich werde versuchen, so viel zu bearbeiten, wie ich eben kann und so viel herauszuziehen, sofern es mir eben möglich ist. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.